Hallöchen und ein recht herzliches Willkommen an einem schönen Montag. Jawohl, wir haben schon fast 16 Uhr, ne? Und da ist er wieder, der komische mit seinem Scania unterwegs heute. Ja, wie gesagt, wir werden heute ein bisschen den Spezialtransport nach Stuttgart anfahren. Und ja, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Wochenende gehabt. Meins war richtig, ja, erholsam, kann man sagen. Trauma hatte ich auch gebraucht, also selbst nach der coolen Sache mit OMSI 2. Und ja, ich habe mir gedacht, wir werden heute mal ein bisschen mit dem schicken Scania mal wieder rumfahren. Jo. Zwei Spezialtransporte noch zu machen heute Morgen. Und ja, wie gesagt, mit den Videos kam mir zwar ein bisschen verspätet raus, aber auch die ADR-Fahrten, die werde ich dementsprechend noch hochladen. Und natürlich auch die aktuellen Neuigkeiten, wie ihr es schon am Sonntag mitbekommen habt, über das Spiel von Hogwarts Legacy und ja. Die Tour geht heute wieder nach Stuttgart. Leider hat irgendwie UPS gemeint, du kriegst nur Stuttgart-Touren. Keine Ahnung, wie auch immer. Ich hoffe mal natürlich nicht. Aber wie gesagt, ich hab schon gehofft, dass ich heute noch ein bisschen erfahren darf. So, danke schön, Kollegen. Lange Schieber wie ich. Ja, also das vergessen, ab morgen wird quasi die neuen Folgen von Osada kommen. Wie gesagt, ich hänge noch ein bisschen zurück mit der Videobearbeitung. Deswegen wird es auch dort ein paar Doppelfolgen geben. Von letzter Woche noch. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr morgens natürlich auch nochmal dabei seid. Mit bei Pavel im Stream. Ein bisschen mit 2 Stunden, 1,5 Stunden, je nachdem LS zockt. Und ja. Ich habe für März, genau, haben wir das schon jetzt. April und Mai noch nichts geplant, großartig. Wegen den ETS-2-Touren und den Flusi. Wie gesagt, das müsste mich noch ein bisschen zu entschuldigen. Aber das wird auch bald kommen. Denn ich hatte nämlich auch mit euch vor, ein paar Tagen zu fliegen. Also nicht unbedingt eine Woche, weil wie gesagt, das wird nämlich auch schon ein bisschen heftig, wenn wir zusammen mit ETS 2 dann in der Woche fahren. Und ja. Ja, dass es schon eine Tour nach Stuttgart gibt, ist schon etwas kurios, aber naja. Nun gut, also wie gesagt, wir werden jetzt 2 Touren für den Spezialtransport fahren. Anschließend werden wir mit dem Firmenwagen nach München fahren. Und dort noch ein bisschen Werbung machen für die ADR-Fahrt oder für die Leute, die gerne das Spiel da kennenlernen möchten. Lasst mir gerne alle mal ein Like dazu lassen, wenn euch das Ganze gefällt. Würde mich freuen. Dann mache ich definitiv was richtig. Und ja. Coca-Cola, jo, gib mir mal eine Flasche. Dragatasch. Passt ja. Ja, aber ansonsten heute auch am Montag, ey, ich sag's euch, die Steuer zu machen, das ist eine, echt eine Kunst für sich, ey. Also, da können sie noch billiger werden oder billiger möchten, wie auch immer. So, was ist, wenn ich so mache? Nichts.
Genau. Jetzt wird nichts, mein Freund. Da ist denn immer noch rollen lassen. Hut ab, ey. So, Frachtmarkt. Da ist er schon. Ich werde leider immer wieder nach Ding gespawnt, nach Stuttgart, warum auch immer. Trotz dass das schöne Update kam. Für Nürnberg rauskam. Schauen wir mal. So, das kriegt man auch noch locker zusammen hin. Ja, ich werde noch ein paar Nachtschichten einlegen müssen die Woche. Wie gesagt, die Skins und die neueren Sachen wollen ja auch immer fertig werden. Und ich weiß noch, ob ich da noch einen Livestream machen will, weil wie gesagt, beim Malen zugucken zum Skin, ich weiß nicht. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr es mal gerne mal unter diesem Video hinschreiben. Ja, dann würde es mich nämlich gerne mal interessieren. Einfach so ein bisschen schnacken. So, der schöne Volvo. Raubbacker, cool. Ich würde schon sagen, dass es ein bisschen der Hänger zu groß ist dafür. Also nach meiner Meinung. Bei den Amis wird man sagen, ey, Alter, wir haben da noch ein bisschen Platz dahin. Werde ich auch sagen. Egal. So, Stuttgart, wir kommen. Wir haben es eilig. Wir haben es gemütlich. So. Jo, ich habe sämtliche Mods mal wieder aktiviert. Das heißt auch hinten hätte mal wieder richtig gut Platz da drin. Meine Lieben, was habt ihr denn heute dafür? Ein Theater. Oh, MAN-Feuerwehr. Das ist auch mal schlecht. Oh, neue Polizei und alte Polizei. Zwei VWs, ne? Die haben einen Doppelstreif heute unterwegs, ja? Das hat ja gut gepasst. So. Haben wir noch ein paar kleine Storys zu erzählen, die nämlich auch am Wochenende passiert sind, wo ich nicht gedacht habe, dass ich die ich nicht gedacht hatte. Ehrlich, also. Echt, die Dinger, also so Situationen habe ich echt nicht gedacht. Vielleicht hat das live schon bei Pavia die einen oder anderen mitbekommen, aber so jetzt hier nicht. Aber Vandalismus, da bin ich überhaupt kein Fan von, ne? Vor allem, wenn es um
gewisse Eigentumssachen geht. Da habe ich nämlich echt gedacht, ey Leute, das gibt's doch nicht. Kumpel und ich, wir tragen ja immer meistens zusammen Zeitung aus. Und die haben nichts bedacht, so meine, als die Fahrer vor allem. Meistens sind sie Osteuropäer. Ich habe ja nichts gegen Osteuropäer, muss ich ja noch vorstellen. Aber manche, die machen es halt gerade sich so eigen und sagen, hey, pass auf, schmeißen die Zeitung hin, und vorm Haus war halt ein Roller gestanden, und der Roller war noch nicht alt, auch noch ziemlich neu. Dann haben sie komplett die rechte Seite, Spiegel abgeräumt, Zündschloss, also komplett auch vorne die Front komplett demoliert, ne? Also der ist quasi umgefallen. Ja. Weil er einen Betreuer hat, der für ihn das ein bisschen im Alltag helfen mag, ne? Hat er deswegen auch die Polizei gerufen. Gut, wegen versicherungstechnisch musste halt quasi die Polizei rufen. Und da war auch so ein undankbarer Polizist. Also ich weiß nicht, ob der irgendwie so schlechte Laune hatte oder irgendwas, aber das war wirklich so das Problem. Hey Leute, kein Bock drauf hatte. Wir, dass er Doppelbearbeitung hat, ne? Aber gesagt, das kann ja nicht sein. Woher soll das eine Doppelbearbeitung sein? Ja, habe ich ihm auch erklärt. Die werden das bestimmt nicht doppelt arbeiten, weil sonst wären nämlich zwei Streifenwagen da gewesen als einer. Oder mehrere Leute. So. Aber, ja. Wer auch immer, so hat er es mir erzählt. Ich fand es nämlich echt krass. Und einen Tag später, ey, so wie es halt Sonntag halt ist, ne, also Samstag quasi, mein Vater telefoniert, alles schön und gut, ne, und auf einmal, während dem Telefonat kam Hintergrund seine Frau und hat gemeint, ach, guck mal, da laufe gerade Polizei, Streife oder kontrolliere wieder Autos. Was ja nicht schlimm ist, ne? Aber scheinbar muss zwischen Samstag und Sonntag in der Nacht auch wieder passiert sein, dass Vandalismus, begangen wurde, weil ziemlich viele Autos auch ziemlich auch Sachbeschädigung gemacht worden ist. Und ich habe mir gedacht, ey Leute, wo sind wir denn eigentlich? Wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind? Dann checkt mal meinen Partner ab. Instem Gaming. Gleiche Spiele für faire Preise. Link unten in der Beschreibung. Wo leben wir eigentlich? Das ist wieder so dermaßen extrem. Und ey, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Erst vor letzte Woche, das mit Hamburg, ist 2 Tage her, ne, dass dann Amoklauf ist. In Karlsruhe ist es schon seit mehreren Tagen, dass da einer meint, am Rad zu drehen. Wo ich, was ich nicht verstehen kann, ja, dass man sich so, so gehen lassen kann, ne, also, das macht ehrlich gesagt echt keine große Lust mehr, irgendwas draußen zu machen zu wollen, ohne erstmal groß hart zu sein, aber trotzdem, auch wenn es die Ausnahmebestätigung ist. Ich gucke ja schon, dass ich echt hier alles unter Dach und Fach habe. Bloß nichts irgendwo auffallen, ne? Ja, weil wir dann halt schon irgendwie Stress mit den Party-People haben. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Und das will ja auch keiner haben. So. Stuttgart, wir kommen. Aber ich glaube, es geht eher in den Steinbruch rüber. Schauen wir halt mal. Wie sich das Ganze halt mal entwickelt. Naja. Fa
Gerade wenn sie mal wieder in die Karre reinfahren wollen. Eieiei. Spürte doch heute nicht rum. Der Scania ist zwar alt, aber noch frisch aus dem Werk. So viele Kilometer hat er auch noch drauf. Der 2009er. Auch wenn er viel fahren muss. Ja. Aber so ist es. Also wie gesagt, ich hoffe, ihr habt euch jetzt auf jeden Fall ein schönes Wochenende gehabt. Und ja, am Mittwoch, wie gesagt, werden wir den ganzen Tag LS zocken. Ich gucke, dass ich am Donnerstag, hab ich ja gesagt, mit dem OMSI 2 und noch was anderes zocken. Ja, ich hätte schon Bock abends noch oder nachmittags. Wenn wir gegen 10 anfangen zu streamen oder gegen 12, das ist ja so, lala. Ja, kommt drauf an, wie es bei mir auch vormittags läuft. Heute Morgen war ja schon ein bisschen, Müdigkeit, Powernipping zu machen. Ich dachte, Powernipping hier für eine halbe Stunde, aber schwuppdiwupps wird von einer halben Stunde zwei Stunden. Das war ja nicht so das Tolle. Überhaupt gar nicht. Naja. Aber das wird auch. Das wird schon. Ja, mich hat es auf jeden Fall echt gefreut die Woche. Also ich habe mir wirklich nochmal den ganzen letzten Stream die ganzen letzten Streams letzte Woche mit OMSI 2 angeguckt. Und fand's wirklich, wirklich, ey, super Support, Freunde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir. Da muss ich an die OMSI 2 Community mal richtig gut Lob da lassen. Und ja, also wie gesagt, wir planen, oder ich möchte halt mit euch am September. Warum denn so spät? Mir geht es einfach mal darum, mich einfach teilweise die Zeit zu nutzen, um mich auf OMSI 2 abzudaten. Was gibt's Neues? Was ist es? Heute Morgen kam ja schon wieder ein Update von Auxi raus. Dass ich ja noch da gucken will, was das da ist. Hat ja auch gutes Potenzial. Und ja, muss man mal gucken, wie sich denn das Ganze da auch mal entwickelt. So, wir heizen mal kurz nach links. Dann geht's wieder nach rechts. Ja. Das ist ja auch was Tolles. Weil bevor ich jetzt erstmal sage, dass da nichts passiert in OMSI. Ja, also normalerweise würde ich auch sagen, ich fahre jeden Tag eine kleine Tour, dass man weiß, dass ich auch aktiv bin und dafür auch noch eine kleine Videoaufnahme dadurch mache. Ich bin ja auch fast das dann einen Livestream machen, aber das ist halt, wenn du morgens halt LS hast, Nachmittag dann oder zwischendrin die Pause hast, bevor du dann selber wieder am Montag am Stream bist, die Videos, das Video dann noch schneiden tust, für YouTube rüber zu kommen. Also, ja, deswegen ist es ja auch was Schönes, ne? Also, machen wir nochmal ein schönes Paparazzi-Bild. Auch wieder was Neues. Naja. Und schießen. Perfekt. So. Haben wir das auch mal gemacht, ein schönes Foto. Ja, also wie gesagt, da wird sich noch einiges jetzt noch entwickeln. Ich habe ja auch schon mal gesagt, ja, dass ein Discord sich auch noch was ändert. Das Video hängt mir auch noch ein bisschen am Nacken, weil wir machen die Rollen da ein bisschen zu schaffen. Natürlich auch mit den ganzen Updates da irgendwann mal einzustellen. Ach, lange Liste, warum einfach sich ein bisschen selber drum kümmert.
Wo ich auch kein Problem habe, wenn man ein Team zusammenbekomme, dass man das auch einstellen können. Also so ist es natürlich nicht. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, wo der hin uns der Auftrag bringt. Weil wenn es nämlich nach da hinten geht zum Sägewerk, dann hätte ich nämlich auch nichts dagegen. Macht ja auch eigentlich einen riesen Spaß. So, und da vorne sieht es aus, als wäre da schon wieder was. Doch, das. Schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Macht auch immer wieder Spaß, ETS zu fahren. Nach einer Woche OMSI ist das eine schöne Abwechslung. Naja. Ja. Aber schön. Also wie gesagt, mit auch mit den Skins, ich lasse mir da halt sehr viel Zeit, weil ich will, dass es nach was aussieht. Deswegen werde ich vielleicht den einen oder anderen Tag auch mal sagen, wir zocken nix. Ja. So ist das halt. Mann. Immer schön vorausfahren, fahren. Mit dem Verkehr manchmal. Och, nö. Ist nicht dein Ernst jetzt ausgerechnet heute, ey. Ach, das ist eine Umleitung, ehrlich jetzt? Ach Gott, ey. Na super. So, das kann auch passieren in der Spedition. Aber nur den besten. Ja, wir fahren jetzt andersrum. Wir fahren jetzt vorne in Stuttgart rein und dann. Fahren wir durch die Stadt. Ja, das habe ich jetzt nicht geplant, ey. Was für Zufälle hier gerade. Geil, gerade noch verschalten.
muss noch den einen Bogen darum, das gibt nicht. Ach, verdammt. Und dann den zweiten Bogen. Zurück nach Stuttgart fahren. Ach, Mann. Sind sie weg? Nee. Teure Angelegenheit. Teure Angelegenheit, ey. So. Hätte ich eigentlich direkt machen sollen. Sind wir zwei Erden runtergefahren. Egal. Wir können's ja. Wir können das ja, ne? Ich glaube, wir müssen dann die zweite Abfahrt nehmen. Ja. Hätte ich mein Gefühl mal vertraut und wäre vorher abgefahren, aber ich konnte es ja auch nicht wissen. Aber so ist das Leben. Oder wir schmeißen den Radlader hier ab. Ja. Noch auf den Bagger. Jetzt fahren wir mal ein paar Kilometer extra. Schade dem Scania nicht, ne? Aber. Ja, aber ich stand das immer auch schon über der Zeit. Aber auch eine schöne Abwechslung mal gewesen. War mal hinten raus. Ja, also wie gesagt, wir suchen noch Fahrer. Spaß, Laune, zusammenfahren. Wenn ihr Lust habt, kommt dazu, bewirbt euch, Link in der Beschreibung. Oder könnt mich auch gerne im Livestream ansprechen. Kann euch in einer der Folgen, vielleicht auch langen Folgen, wie gesagt, sind ein paar, ein Clip versteckt für, oder die Vorstellung. Der Spedition. Stuttgart ist unser Hauptfirmensitz und für Spezialtransporte. Mannheim, ADR, Fahrten aus München, Auftrag von der BSF. Das ist der Hauptkunde. Und ja. Ist ja auch was Tolles. Die Mods kriegt er natürlich dann auch von uns gestellt. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Sowas kriegt ihr auch. Also, braucht man gar keine Angst zu haben. So. Eieiei. Schön, wie er nachläuft, ne? Ah.
da parkt man. Ach, Frühling. Hey, am Freitag kriege ich endlich mal mein Fahrrad. Das, Gott, da kann ich auch mal wieder unterwegs draußen sein, ey. Das wird meiner Figur endlich mal gut tun, ey. Mann, Mann, Mann. Oh, Bewegung, er braucht der Schwabbel. Ja, ist doch wirklich so. 107 wie ich, ey. Ich habe ihn so viel dazu gefuttert. Wahnsinn. Dafür, dass wir so gut gekocht haben. Sound, baby. Ja, so muss aber auch sein. Gefällt mir auf jeden Fall. Das gefällt mir auf jeden Fall. Ja, ich weiß gerne, was der nächste noch kommt in ETS 2. Also wie gesagt, da werden wir auch noch uns ein bisschen, kümmern. Bin ein bisschen zu schnell. Oh, wir müssen nach Kirchheim. Oh. Perfekt. Ach, genauso Werbeding. Eieiei. Er wird ja noch was kommen. Mann, oh Mann, da knirscht aber das Getriebe, ey. Ja, Kunde meckert gleich, dass er auch wieder seine Fracht pünktlich haben will, ey. Aber Qualität hat auch halt ihre Qualität, wie heißt das schon? Qualität hat auch ihren Preis, ne? Oh, ja. Genau, bei Trinet. Bin mal gespannt, wo wir uns dann gleich mal. Ach, da hinten sollen wir parken. Direkt dahin, ne? Dann dahin. Ja? Ja. Schade, über die Rampe da hinten bin ich gerne immer nach hinten. Bin ich immer gern da hinten rumgefahren. Schaffen wir das? Oh ja, das schaffen
Sehr schön. Das nennt man noch ein schönes Einparken. Wollte ich schon fast. Hätte ich das gewusst, hätte man auch noch da vorne wenden können. Ah ja. So, hoppala. Anscheinend ist es mit einer Achse besser zu lenken als mit zwei. Oder täuscht es nur? Mag es so einzuparken, ey. So, wunderbar. Wir haben es gepackt. Also, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Lust habt, ne? Dann checkt auf jeden Fall mal meinen YouTube-Kanal und, ja, was ihr sowieso guckt. Und Twitch ab. Link in der Beschreibung. Habt noch einen schönen, geilen Sonntag. Oh, Sonntag, sag ich schon. Bah. Ja. Schönen Montag noch. Mein Name ist Bato. Danke fürs Zusehen.